Okay, machen wir jetzt mal diese Gedankenkarte gegen Emmets austauschen? Oder war das jetzt oben gegen diesen Emmets Verbrecher? Gedankenkarte mit einer schlechteren auszutauschen ist sicher eine gute Idee. Aber ich sollte sie vorher mit dem mentalen Affinitätsmesser überprüfen. Alles klar. Machen wir das, machen wir das, machen wir das. Wupp, geht auch diese Steuerung. Ey, ja, Riese. Okay, so, jetzt nehmen wir mal diese Karte und stecken die hier rein. Bingo! Degenerate. Jetzt sieht Emmets Karte wie die von Tennen aus. Jetzt muss ich die nur noch mit Emmets originaler Gedankenkarte vertauschen und seine eigene Maschine wird ihm zum Verhängnis. Okay, nehmen wir jetzt die Karte, die wir aus dem Automaten haben und sollten die mit ihm seiner Steuerung hier ist scheiße, Emmets austauschen. Das machen wir jetzt. Okay, Emmett, mach dich bereit für dein neues Ich. Hey! Was? Ich hätte beinahe meine Gedankenkarte vergessen. Edna hätte mich Oha. umgebracht. Wir werden die Karte bei der Expo als seltenes Beispiel eines Musterbürgers zeigen. Das wird sie vermutlich sowieso tun, wenn sie deine Gedankenkarte sieht. Sobald Emmett auf der Expo ist, muss ich dafür sorgen, dass er seine Karte in den mentalen Affinitätsmesser steckt. So, das war's auch schon. Wirklich? Yep, sobald ich den ganzen Kram auf den Laster geladen habe, bin ich bereit für die Expo. Lust mit anzupacken? Wie wär's, wenn ich Edna sage, dass du kommst? Ich bereite sie schon mal auf deine Frage vor. Gut mitgedacht, dann geh. Wir sehen uns dort. Alles Hoffentlich klar. funktioniert das. Ja, ich bin gespannt, ey. Boah, das war echt knapp jetzt gerade. Wow. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft mit dem Labor. Meine Fresse nochmal. Ah. Hätte ich aber auch eher drauf kommen können. Manchmal bin ich aber auch so ein Dummchen, ey. So, jetzt sind wir wieder zurück hier. Party! Doc! Was soll der Trubel? Wer ist es? Wo ist Edna? Was soll denn der ganze Trubel? Es ist gleich Zeit für die Eröffnungszeremonie. Oh Mann, ich sollte lieber schnell machen. Ich glaube, ich hab's jetzt. Wenn alles funktioniert, hält Edna sie bald für den schlimmsten Kerl der Stadt. Mir fehlen nur noch ein paar Teile. Na gut, mach dir nur nicht zu viel Arbeit. Was meinen Sie? Oh. Sie haben den DeLorean repariert. Sie haben die Zeitleitung repariert. Nicht ganz. Ich habe alles noch einmal durchdacht und es ist Wird er in rückfällig der dies? Zeitachse, aus der du kommst. Der richtigen Zeitachse. Ja. Habe ich da eine Frau? Eine tolle Frau. Clara. Oh, und Kinder. Und einen Hund. Und einen abgefahrenen Zeitzug. Und. Edna? Wie endet die Geschichte für Sie? Was wird aus ihr? Das solltest du vielleicht nicht Oh, wissen. naja, das Denke mit ich mir Edna. mal. Erzähl es ihm nicht. Nein. Einsam und glücklich, glücklich und erfüllt, Unwissenheit ist ein Segen. Sie sollten das wirklich nicht verfrüht erfahren. Das bringt Unglück. Aber du hast mir gesagt, was aus mir wird. Ja, aber. Ich kann ohnehin nichts daran ändern, wenn sich das Schicksal meines jüngeren Gegenstücks erst einmal ändert. Ich schätze, ich werde in die neue Zeitachse verfrachtet und verliere meine Erinnerung an die alte. Mag sein. Dann verrate mir, einfach um meine Neugier zu stillen, was wird aus Edna? Ehrlich gesagt, endet das irgendwie traurig für sie. Traurig? Naja, sie wohnt mit ein paar Katzen in einer mickrigen Wohnung und die meiste Zeit schreit sie von ihrem Fenster aus Leute an. Und sie sammelt Zeitungen und lebt in der Vergangenheit. Ich Ja, das stimmt. verstehe. Vielleicht sind wir dieses Problem falsch angegangen. Müssen wir meine Zeitachse wirklich vollständig auslöschen, um deine wiederherzustellen? Doc, vielleicht könnten wir das Beste von beidem haben. Ich könnte mit Edna zusammen sein, aber es wäre etwas ausgewogener. Hören Sie sich eigentlich zu? Wissen Sie, was Sie da sagen? Erinnern Sie sich? Sie hat aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Eine Marionette verwandelt. Sie hat ihr Leben kontrolliert. Sie hat verhindert, dass sie taten, wozu sie bestimmt waren, bis von ihnen nur noch eine leere Hülle übrig war. Mag sein,
aber nur, weil ich ihr wichtig war. Ich glaub's einfach nicht. Oh Mann. Ich meine doch nur, lass uns erstmal tief durchatmen. Dieser raffinierte Plan, das Liebesleben meines jüngeren Ichs scheitern zu lassen, ist das kurzfristige Leid den langfristigen Nutzen wert? Vielleicht finden wir einen dritten Weg, sodass alle gewinnen. Was meinst du? Nein. Nein. Tut mir leid, Doc. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Sie und Edna gehören nicht zusammen. Du willst uns also unbedingt trennen. Auch wenn ich mir etwas anderes wünsche. Ach, im Grunde, Doc, bitte. Ja. Dann ist ja alles gesagt worden. Wo gehen Sie hin? Was kümmert es dich? Willst du die Informationen nicht sowieso überschreiben? Doc ist sehr merkwürdig. Also. Okay, er kommt jetzt angerollt mit seinem Zeug. Was hat er? Wo guckt er so? Jo, unten wurde jetzt irgendwas geladen hier. So, was haben wir jetzt hier? Hinweise. Da Emmett jetzt auf der Expo ist, ist es an der Zeit, die Dinge ins Rollen zu bringen. Ja. Du kannst momentan nur einen Teil deines Plans wirklich kontrollieren. Benutze das Motoröl mit Emmett, um seinen Anzug zu beschmutzen. Okay. So, dann machen wir einfach mal Ölkanne, Motoröl, so, zack, Emmett. Hey, Emmett, was treibst du da noch? Oh, hallo, Harry. Schätze, ich leide etwas an Lampenfieber. Ich stehe kurz vor meinem großen Auftritt, weißt du? Keine Ahnung, wie Edna reagieren wird. Du, hast irgendwas auf deinem Anzug. Was? Tatsächlich? Oh nein. Okay, das Zeug... Anti-Fleckenformel, zeig, was du kannst! Oh. Das Ding ist ja schon älter als 12 Stunden Emmett! Gereift. Gerade rechtzeitig. Tritt jetzt zurück. Wir werden etwas Platz brauchen. Oh, was für ein Anblick. Als wäre er vom Himmel herabgestiegen. Ich fühle mich auch gerade himmlisch. Es gibt da etwas, das ich dich einfach fragen muss. Warte, deine Krawatte ist verrutscht. Ich trage es schon seit Wochen mit mir herum und ich muss es einfach loswerden. Oh. Ist jetzt die Krawatte abgerissen? Oh, oh. Was ist da los? Der Anzug meines Großvaters. Ach du Scheiße, Alter, wie sieht der Anzug aus? Sieh nicht her. Dreh dich um. Ich komme gleich wieder. Dann können wir es nochmal. Lathrop Brown. Hä? Trixie Trotter? Wo erkennst du diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich meine, ich höre ihre Platten und habe sie vielleicht ein oder zweimal fotografiert, aber ich. Verleugne, dass du mich kennst. Vielleicht ist es wahr. Aber ich kenne dich. Nur zu gut. Was ist hier los? Ihr reichen Jungs seid doch alle gleich. Oh, ihr Mann, glaubt, ey. Besitztümer könnten ein gebrochenes Herz heilen. Du kannst deine Pelze wiederhaben. Und hier hast du deinen protzigen Diamanten. Ich brauche deine teuren Geschenke nicht. Ich brauche dich. Und wichtiger noch, der kleine Emmett Junior braucht dich. Aha. Edna, ich... So nicht. Oha. Offenbar bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Oha. Siehst du? Bis jetzt funktioniert's ja. Der mentale Affinitätsmesser beweist es. Ich liebe nur dich. Lass mich die Karte sehen. Gut, dass sie nicht den Namen gelesen hat. Ja, ich hätte es wissen sollen. Nein, ein degenerierter Krimineller. Aber geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Jawohl, so, das Ding ist erledigt, denke ich. Das war heftig, Emmett. Tut mir leid, dass du das erleben musstest. Aber alles wird gut. Du und ich können... Emmett? Das hat gut funktioniert, hm? Ja. Ja. Vielleicht zu gut zu irgendwie. Gut. Ja. Frodo! Frodo benutzt meine Couch, übrigens alles gerade als Kratzbaum. Das ist ein Katerchen, ey. Emmett!
Eigentlich kann das ja ruhig machen. Die Couch kommt sowieso irgendwann auf den Sperrmüll. Ja, es ist ja beim Rathaus, beziehungsweise ja, beim Gericht, oder wie das weg. War. Komm schon, wo steckst du? Auf dem Dach. Hör zu, es tut mir leid, dass du das bei der Expo erleben musstest. Es ist nicht so gekommen, wie du geplant hattest, aber das wird schon wieder. Verstehst du, ich weiß, wie die Sache ausgehen wird und... Okay. Es kam also irgendwie doch von oben. Es ist alles aus. Also vom Dach. Wusste ich doch. Mach jetzt nichts Dummes, hör mich an, denk an die Zukunft. Bleib da, Emmett. Wirf deine Zukunft nicht weg. Ich habe keine Zukunft. Es heißt, ich sei verrückt und unbesonnen. Es ist mir nicht wichtig. Mir ist egal, was hat er da vor? Ob andere mich kränken wollen. Es ist mir nicht wichtig. Stopp! Ja. Wow, das war knapp. Was machst du denn hier? Spring nicht! Ich wollte nicht springen. Was dann? Gehe ich hin, wenn ich nachdenken will. Oh. Wenn ich allein sein will. Oh. Und warum haben dann die Hunde das Seil umgebunden? Ich befürchte, dafür haben wir keine Zeit. Du musst handeln. Kapierst du es nicht? Geh weg. Ich brauche dich nicht. Du weißt nicht, was du brauchst. Aber du weißt es? Allerdings weiß ich das. Du brauchst. Bring deine Gefühle wieder in Gang. Lass dir einen guten Schock verpassen. Ein bisschen Spaß. Etwas, das dich deine Sorgen vergessen lässt. Geh ins Kino. Frankenstein soll sehr gut sein. Frankenstein? Ich sagte, dass meine Lebensgeister erloschen sind. Und du willst über Hollywood-Monsterfilme reden. Es ist ein sehr inspirierender Monsterfilm. Besonders die Szene, wo sie das Monster zum Leben erwecken. Es liegt auf dieser Bahre und wird hochgezogen. Und da tobt dieser Sturm draußen und Blitze zucken. Und nun, das musst du gesehen haben. Es wird dein Leben verändern. Welche Leuchte blinkt an meinem Helm? Gelb. Gleichgültigkeit. Filme sind nicht wichtig für mich. Nichts ist mehr wichtig für mich. Red keinen Blödsinn. Eins ist dir wichtig. Erfinden ist dir wichtig. Du willst immer noch Dinge erfinden. Erfinden wird überbewertet. 90% ist Übertreibung, 10% Betrug. Nenn mir eine Erfindung, die irgendjemandem was Gutes gebracht hat. Was ist mit... Das Telefon, Automobil, Glühbirne. Was Gutes. Glühbirne macht Licht, macht freundlich und ja, das ist wohlbesonnen. Also ich denke mal, wir drücken mal die Birne. Denk an Edison und die Glühbirne. Das war eine großartige Erfindung. Ja, wenn es in dieser elenden Welt nur etwas gäbe, was wert wäre, beleuchtet zu werden. Wie wär's mit dem Automobil? Das braucht auch Licht. Das Automobil war eine großartige Erfindung. Du liebst Autos, oder? Aha. Vielleicht werde ich ja eines Tages von einem überfahren. Hilf mir hier raus. Du gehst mir auf die Nerven, Callahan. Zumindest würdest du es, wenn mir noch etwas wichtig wäre. Ich bin dir wichtig. Hill Valley ist dir wichtig. Das Liebe ist dir wichtig. Erfinden ist dir... Ich weiß, Liebe. Dein Herz ist gebrochen. Beim ersten Mal ist das immer schlimm, aber du wirst dich wieder verlieben. Irgendwann. Irgendwo wartet eine Frau auf dich und sie ist das Warten wert. Spar mir deine Plattitüden. Seit Edna aus meinem Herzen eine leblose, ausgedörrte Hülle gemacht hat, bin ich fertig mit der Liebe. Für immer. Ja, das habe ich auch gedacht, aber es ist leider nicht so. Ich wäre froh, wenn ich mich wieder neu verlieben würde. Dann geht's mir wenigstens mal wieder irgendwie so wie... Ich kenne das gar nicht mehr. Ich bin dir wichtig. Ich bin dir wichtig. Du? Ja. Du. Du hast Scheiße, mir das angetan. Was denn? Mir ging es gut. Ich habe in der Kanzlei meines Vaters geschuftet. Dann kamst du wie aus dem Nichts daher, hast mir mit Erfindungen den Kopf verdreht und bist wieder verschwunden. 2 Monate später tauchst du wieder auf, bringst mich dazu, den Helden zu mimen und mich mit Edna Strickland zu verloben. Dann erscheinst du ein drittes Mal, gibst vor, mein Freund zu sein, ziehst mir den Boden unter den Füßen weg und lässt mich im Dreck liegen. Okay, damit kann ich leben. Ich hasse dich, Harry Callahan! Ist das überhaupt dein richtiger Name? Ja, nein. Marty, mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen? Irgendwie. Nein. Warum hast du mein Leben ruiniert? Aus Spaß an der Freude, ich habe es in deinem eigenen Besten getan. Edna war nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt.
Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Wir kennen doch die Zukunft, mein lieber Vater. Aber da steckt mehr dahinter, denn... Denn was? Es war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl. Die ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Kopf hoch. Du bist wahnsinnig. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Wo? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Und Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was sie geschafft haben. Ich hab die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du? Dann geh jetzt. Meine Ideen. Was weiß er jetzt, dass... Ich hab es. Hast was? Die Lösung. Meine Erfindung. Ich weiß, wie sie funktioniert. Der mentale Affinitätsmesser? Nein, nein. Die fliegende Personentransportvorrichtung. Das Raketenauto? Keine Raketen. Keineswegs Raketen. Da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz. Der Blitz. Die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie... Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität. Superionische statische Elektrizität, die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb... Was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du bist wieder du selbst. Und ich habe meine Zeit mit alberner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Was und die ist? Expo fängt um 20 Uhr an. Oh, schnell raus hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte, schnell raus hier, bevor noch irgendwas... Oh! Ah! Alter Verwalter, das hat aber Glück, ey. Rette Emmett von dem Sturz und in den Tod. Ja, was? Emmett. Emmett! Was? Tut mir leid, helfe dir, deine Erfahrung fertigzustellen. Kannst du hochklettern? Kannst du hochklettern? Ich fürchte nur, dass ich hier oben so langsam den Halt verliere. Was? Ich kann mich nicht halten. Hast du Nützliches dabei? Hast du was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche. Oh, und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel. Ups. Scheiße. Es tut mir leid wegen Edna und dir. Schwamm drüber. Hol mich jetzt endlich hier runter. Na, was mache ich denn jetzt? Scheiße. Kannst du hochklettern? Helf dir, Erfindung. Ich werde dir bei deiner neuen Erfindung helfen. Großartig. Aber erstmal muss ich hier runterkommen. Lass dich nicht hängen! Der Witze! Oh. So. Beim momentanen Stand der Dinge wird Marty Emmett niemals sicher runter befördern können. Aber was können wir machen? Marty muss wieder runter auf die Straße. Da liegt etwas auf dem Boden. Habe den Forettenreiniger auf der Benutzerhilfe dem Seil. Okay, wir müssen nach unten auf die Straße. Wie gehen wir jetzt unten auf die Straße? Verdacht. Luke, okay, alles klar. Jetzt geht er von alleine runter. Ja doch, da ist er schon. Schöne Sache. So, jetzt gehen wir mal schnell hier. So, Sprühflasche. Emmets Lösung. Das Zeug ist gefährlich. So, was ist Startuhr? Kann man damit irgendwie was bewirken? Was es bewegt sich kein Stück. Gedankendings. Emmets Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Was ist mit dem Emmets Laster? Soll ich Hilfe holen? Ich lass ihn besser nicht allein. Okay, vielleicht, Seil. Was ist Seil? Der Knoten löst sich nicht. Kann man hier jetzt irgendwas machen? Es bewegt sich kein Stück. Kann man ihm die, Hey, Emmett! Was? Er kann mich wohl von hier aus nicht hören. Er hat doch was gesagt. Soll das Witz sein mit dem Spiel hier? Emmett. Vielleicht können wir ihm das Ding zuwerfen. Ich glaube nicht, dass das Spray bis dahin reichen würde. Mann, ey. Ganz ehrlich.
Dann muss ich jetzt da oben klettern oder das Seil einschmieren oder was? Oh, diese Tür raus, Rathaus und ab nach oben. Vielleicht können wir von oben was machen. Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. jetzt mal den. Na komm. Nehmen wir das. Es ist zu weit weg. Okay, jetzt klettern wir dann runter. Ich weiß zwar nicht, ob das was irgendwas bringen soll. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Ja, und was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen, du Kaspar? Ich habe auch nichts mehr zum Durchschneiden hier oder so. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Kann ich die Gitarre irgendwas nehmen oder dass ich das irgendwas durch... Warte mal. Irgendwas zum Durchschlagen. Nicht mal ich könnte darauf Skateboard fahren und ich bin gut. Wo sollst du ja auch kein Skateboard darauf fahren? Weil die Gitarrenseil zum Schneiden. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Emmets Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Du gehst mir auf den Nerv. Hebe den verrotteten Reiniger auf und benutze ihn mit dem Seil. Ja. So, mehr geht aber auch nicht. Ist jetzt noch nicht wieder so ein Quatsch hier, ey. Wenn wir den Ding können wir das Seil nicht runter. Tür, das gehen wir wieder nach oben. Das gibt's doch nicht. Halt ihr durch! Mehr. Was bleibt mir sonst übrig? Es bewegt sich kein Stück. Ja, ach nee, sag an. Was? Ach, okay, da kommt auch nichts mal rum. Warte, ich habe eine Idee. Hä? Gut, meine sind mir nämlich ausgegangen. Was für eine Idee haben wir denn, Uhr? Die Expo hat schon begonnen. Hey, geh mal wieder nach unten. Vielleicht hat er irgendwo was im Auto rumliegen, keine Ahnung. Wenn wir den Hund abschneiden müssen, dann fällt er ja auch runter. Oh. So langsam finde ich das nicht mehr lustig. Ich lasse ihn besser nicht allein. Ja, du. Vielleicht können wir ja mit Emmett sprechen hier von unten. Oh. Hey Emmett, was? Er kann mich wohl von hier aus nicht hören. Soll das ein Witz sein? Hör doch mal auf jetzt mit diesen Scherzen, ey. Ich finde das nicht mehr lustig. Ich glaube nicht, dass das Spray bis dahin reichen würde. Du sollst es ja auch hochwerfen. Dann kann er es wenigstens benutzen, du Knallbacke. Moment. Vielleicht können wir das da irgendwie lösen. Aber es ist ja auch Kleber, Rosten, bla. Alles klar. Und jetzt? Ach, es warte mal. Bewegt dich kein Stück. Doch, warte mal. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Warte mal. Wir können ja schwingen. Oh, da war doch noch was. Ups. So, jetzt am Seil. Komm, beweg dich. I don't care. Mann. Wie soll ich denn schwingen, du dummer Hund? Es bewegt sich kein Stück. Oh, jetzt Tarzan. Oh ja, yeah. Oh. Lass uns verschwinden. Deine Hose, sie hängt fest. Etwas, bevor wir zerquetscht werden. Okay, warte mal. So, hier. Aber vielleicht funktioniert das jetzt ja. Was machst du da? Wart's doch ab. Festhalten. Jawohl.
Sehr gut. Oh Mann, ey. Wie war gleich dein Name nochmal? Marty. Marty. Danke. Nicht der Rede wert. Oh, und jetzt runterkletter, los. Rein. Gut gemacht. Wolfram, Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los. Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede. Wissenschaft muss chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Ich verstehe nur Bahnhof. Okay, da läuft Edna. Oh Mann, wie macht er jetzt keinen Blödsinn? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich... Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Oh, das sieht gut. Unsinn! Ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet. Oh, Emmett. Wie können Sie das wissen? Ja. Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles wissenswert über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Oh. Sagen Sie mal, wie viel wissen Sie über Harry Callahan? Oh, er wird jetzt hoffentlich nicht rückfällig und tritt uns hinten rein. Also, das wäre nicht so toll. To be concluded. Okay, jetzt heißt es concluded. Also, to continue. Punkt, Pfeil nach rechts.